Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich habe mich gerade fertig gemacht und gehe jetzt arbeiten. In die Hafenkantine. Hallo Fabio? Du sollst doch nur Hallo sagen. Dann nicht. Hallo aus der Hafenkantine. Ich habe jetzt Feierabend. Ich mache jetzt mal kurz die Musik hier aus. Und werde jetzt nach Hause gehen. Übrigens, ich habe warum auch immer Muskelkater. Die letzten Male oder letzten Wochen hatte ich gar keinen Muskelkater. Ich habe zwar gemerkt, so, dass die Muskeln so schwach sind oder so, halt so, dass man sich so, dass man gemerkt hat, dass man Sport gemacht hat. Dass man merkt, dass man Sport gemacht hat. So. Wow, was habe ich denn für einen schönen Scheitel. Aber heute habe ich Muskelkater. Und zwar so im unteren Rücken. Das ist ein richtig merkwürdiger Muskelkater, weil ich finde, den kennt man gar nicht so. So klar, man kennt es, wenn man eine Beinmuskelkater hat oder einen Arm oder Schultern von mir aus. Aber so unterer Rücken, ich weiß gar nicht, wie oft ich da schon mal Muskelkater hatte. Selten auf jeden Fall. Ja, da habe ich Muskelkater und das ist komisch. Ja, und jetzt werde ich nach Hause gehen und dann komplett bis heute Abend den restlichen Tag am PC sitzen. Und zwar Videos schneiden und Dinge planen, denn es stehen einige Veränderungen noch an. Also ich habe ja jetzt den zweiten Kanal und es werden noch andere Veränderungen kommen, worüber ich mir die letzten Tage Gedanken gemacht habe. Und da muss ich gleich mal gucken, wie ich das angehe und was ich da machen werde. Das werde ich euch aber gleich dann noch sagen, weil ich denke, das wird dann ab sofort passieren. Genau. Also ich mache mir da gleich mal ein paar noch Gedanken zu, finale Gedanken. Und dann werde ich euch das mitteilen. Irgendwie ist mein Lidschatten ein bisschen verrutscht, habe ich das Gefühl. Oh. Whatever. Naja, und jetzt werde ich erstmal nach Hause gehen und mich an den PC schmeißen. Oh Gott. Freude, das werden jetzt einige Stunden sein. Aber naja, gut. Ne? Wollen wir mal. Mache ich mich auf die Arbeit, an die Arbeit, von der Arbeit weg zur nächsten Arbeit. Wie auch immer, wir sehen uns. Tschüss, bis gleich. Hallo, ich muss mich jetzt gerade mal irgendwo zurückziehen, wo besseres Licht ist. Weil mittlerweile ist es schon kurz nach 7. Ich saß jetzt, wie angekündigt, die ganze Zeit am Eltern, was machst du da? Am PC und lege jetzt eine kurze Pause ein, weil ich eben mit euch reden will. Mein Vlog ging jetzt gerade online und bisher ist alles positiv. Das Feedback ist positiv, ihr seid am Start, ihr guckt den Vlog. Das freut mich natürlich mega. Und falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Denn dieses ganze YouTube-Ding, YouTube-Partner sein, kann man erst starten, wenn man 1000 Abonnenten hat und ich glaube 4000 Wiedergabeminuten oder sowas. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall 1000 Abonnenten. Das heißt, wir müssen schnell 1000 Abonnenten erreichen. Das wäre cool, weil dann hat man auch als YouTuber mehr Funktionen und kann die Videos monetarisieren und so weiter und so fort. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich brauche euch ja hier nicht anlügen, wa? So ist es halt. Was machst du da jetzt hier? Was machst du da, Stinky? Hm? So, auf jeden Fall kommen wir zu dem Punkt, worüber ich mit euch reden wollte. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Wie ihr wisst, vlogge ich seit schon mehreren Jahren täglich. Und habe keinen Tag ausgelassen und will auch keinen Tag auslassen und finde es gut. Allerdings ist es teilweise sehr stressig. Und es gibt einige Tage, wo tatsächlich nichts passiert oder ich einfach nichts zum Vloggen habe. Das sind dann die Tage, das wisst ihr ja, ihr kennt ja meine Vlogs, wo dann wirklich nur 4-5 Minuten Material sind und ich einfach nur irgendeinen Quatsch erzähle und einfach nichts passiert. Und zusätzlich habe ich ja immer noch meine zwei Hauptkanal, jetzt kann ich das auch mal sagen, meine zwei Hauptkanal-Videos. Oh Leute, er bringt mich hier ganz aus dem Konzept, so süß, wie er hier liegt. Sprich, das sind 9 Videos die Woche. So, und falls ihr Maren und Tobi verfolgt, The Daily Wolves, Daily MNT ehemals,
Wisst ihr ja vielleicht, dass die immer den Montag ausgelassen haben. Was natürlich für die YouTuber sehr praktisch ist. Ich glaube, es ist tatsächlich auch gar nicht so schlimm für euch, weil viele schreiben mir, die haben nicht mehr so viel Zeit, YouTube zu gucken. Sprich, wenn ein Vlog weniger kommen würde, hättet ihr einen Vlog weniger zu gucken und müsstet ihr eure Zeit nicht verschwenden. Ich weiß, dass einige sagen werden, oh, aber dann fehlt ein Vlog. Kann ich verstehen. Ich sehe das selber auch so. Stel, du bist so goldig, weißt du das? Ich kann hier meinen Satz gar nicht zu Ende sagen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich einen Tag pro Woche mit den Vlogs auslassen werde, da ich Nummer 1 dann einen kleinen Puffer haben werde. Sprich, die Vlogs werden dann nicht immer direkt am nächsten Tag online kommen, weil das mir einfach so viel mehr Freiraum gibt und Zeit, weil so ich muss den Vlog spätestens am nächsten Tag um 15 Uhr fertig haben. Egal was ist. Deswegen habe ich oft nachts den Vlog gemacht, die Nacht durchgemacht, obwohl ich nachts arbeiten war oder sowas. Und das ist einfach super stressig und teilweise sehr kräftezehrend. Und so räume ich mir dann halt einfach ein bisschen Freiraum und ein bisschen Zeit ein. So, weiterer Punkt. Ich kann auch einfach mal durch diesen Tag Puffer mir einen Tag nehmen, muss nicht sein, kann aber sein, wo ich einfach sage, Leute, heute ist, mir geht's nicht gut oder es passiert nicht viel oder keine Ahnung was und ich vlogge nicht und trotzdem fehlt dann nichts. Wisst ihr, was ich meine? Und dann wiederum kann ich, wenn ich möchte oder wenn ich mal nicht viel gevloggt habe oder so, kann ich zwei Vlogs zusammenfügen, dass dann in einem Vlog zwei Tage kommen. So, und das ist sehr praktisch. Natürlich ist es auch ein bisschen schade, weil eben das Daily Vlogs sind. Natürlich werde ich trotzdem jeden Tag vloggen. Aber wie gesagt, wenn es mal wirklich einen Tag gibt, wo ich sage, ey, ich habe keinen Bock oder es gibt jetzt nichts, kann ich einen Tag Pause machen. Und das ist sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. So, anderer Punkt ist jetzt zum Beispiel am Sonntag. Was ist mit dieser Katze? Am Sonntag fliege ich in den Urlaub. Und ich werde jetzt schon mal spoilern. Grob, ich fliege nach Amerika mit Laura. Und jetzt müsst ihr euch das mal so vorstellen. Ich fliege Sonntag nach Amerika. Sprich, Sonntag filme ich den ganzen Tag. Dann kommen wir Sonntagnacht, Montagmorgen oder irgendwie sowas an. Und ich müsste dann irgendwie gucken, dass ich meinen Vlog schneide. Das könnte ich theoretisch im Flugzeug machen. Das soll jetzt mal nicht das Problem sein. Aber dann muss man für gutes WLAN sorgen, um den Vlog hochzuladen. Und im Ausland hatte ich bis jetzt immer, dass ich nirgendwo schnelles WLAN hatte. Sprich, die Vlogs dauern Minimum 5 Stunden, 6, 7, 8, 9, 10, manchmal sogar noch länger, dass ich sie eigentlich über Nacht hochladen müsste. Diese Katzen sind so bescheuert. So, und dann müsst ihr euch trotzdem vorstellen, dass eigentlich die Vlogs immer am nächsten Tag um 18 Uhr online kommen. Und wenn man dann mal Probleme mit dem Internet oder sonst was hat, ist es einfach nicht machbar. Und gerade dann noch mit Zeitverschiebung und man ist die ganze Zeit geflogen und man braucht WLAN. Solche Sachen sind teilweise nicht realisierbar. Und wahrscheinlich würde ich das jetzt, wenn ich nach Amerika fliege, nicht hinkriegen, dass der Vlog von Sonntag am Montag um 18 Uhr online kommt. So, und das ist dann natürlich auch ein Grund, wo ich sage, wenn ich einen Tag Puffer habe, kommt mir das sehr zugute. So, und das habe ich mir überlegt. Ich sage euch ganz klipp und klar, wie es ist. Das sind meine Gründe, nichts anderes. Also, warum sollte ich euch da auch anlügen? Das ist ja Quatsch. Genau. Und den Tag Pause werde ich nehmen am Mittwoch. Sprich, es kommen Donnerstag bis Dienstag jeden Tag Vlogs online. Und den Mittwoch habe ich gewählt, weil da ja mein Hauptkanalvideo kommt und meine Hauptkanalvideos bleiben Mittwoch und Samstag, allerdings nicht mehr um 12, sondern um 16 Uhr. Weil ich glaube, da sind mehr Leute gerade imstande, Videos zu gucken, weil dann, wenn ich um 12 Uhr hochlade, sind viele arbeiten oder in der Schule, vielleicht nicht am Samstag, aber ich habe jetzt mich entschieden, dass ich die um 16 Uhr hochlade. So.
Also Änderungen. Mittwochs gibt es keine Vlogs mehr und Hauptkanalvideos gibt es mittwochs und samstags um 16 Uhr. So, ich hoffe, ihr findet das gut. Ich hoffe, ihr findet das cool. Ich hoffe, ihr werdet mich unterstützen. Und was ich weiteres noch gemacht habe, sind, ich habe meine Kanäle neu bearbeitet, also die Kanalinfo, die Playlists. Ich zeige euch das mal. Also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf meinen neuen Kanal gehen, sehen wir hier als erstes die Uploads, dann die erstellten Playlists. Und hier ist die Playlist dann noch mit allen Daily Jonessa Vlogs vom alten Kanal. Und hier könnt ihr dann auch noch auf Playlists gehen. Da seht ihr das. Da habe ich die unterteilt in zum Beispiel Events, Reisevlogs und die ganz normalen Daily Jonessa Vlogs. Und wenn ihr hier drauf geht, dann, das ist, ich weiß nicht, ob viele, ob manche von euch das wissen, aber es gibt Playlists auf YouTube, die sehr hilfreich sind. Und da seht ihr zum Beispiel alle Reisen, die ich getätigt habe, wie zum Beispiel auch ganz alte New York, Italien, Los Angeles müsste jetzt hier kommen. Da, genau. Also, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann seht ihr natürlich hier den Hauptkanal. Und die Kanalinfo habe ich auch bearbeitet. Da seht ihr das. Übrigens, hier steht überall immer Postfachadresse und so weiter und so fort. Genau, Social Media und alles Mögliche. Und ebenso überarbeitet ist die Infobox. So. Also, wisst ihr Bescheid. Und hier sind eure ganzen Kommentare. Danke übrigens dafür. Peace, man sieht mich voll. Und das Ganze mit den Playlists gibt es übrigens auch auf meinem Hauptkanal. Also, wenn ihr euch da mal durchklicken wollt, das gibt es auch alles hier. Also, da findet ihr alle möglichen Themen, alle möglichen Playlists. So, und jetzt höre ich auf zu labern und schneide mein Video. Okay, stopp. Eine Info habe ich noch, denn ich habe ja gesagt, mittwochs kommt kein Vlog. Allerdings nicht für nächste Woche, weil ich ja Sonntag in den Urlaub fliege und deswegen wird da am Montag kein Vlog kommen. Dafür Mittwoch, aber ab übernächster Woche ist dann mittwochs kein Vlog. Also es gibt noch eine Ausnahme. Aber dann läuft das alles so. Folgt mir aber am besten auf allen Social Media Seiten, denn da poste ich auch immer die Vlogs. Also falls ihr das nicht mitkriegt oder was auch immer, folgt mir am besten Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook und dann bekommt ihr auch mit, wenn ein neuer Vlog online kommt und seid immer up to date. Okay, ich würde sagen, jetzt widmen wir uns wieder den wichtigen Dingen im Leben. Ich habe gerade mein Bett neu bezogen und ich würde sagen, an dieser Stelle ignorieren wir einfach mal die Tatsache, dass ich 25 bin. Geil oder geil? Ja, die Bettwäsche habe ich mir selber mal gekauft und die habe ich letztens von meinem Papa und seiner Frau bekommen. Okay, mal sehen, was Fabio später dazu sagt. Ich glaube, der wird sich freuen. Es ist übrigens jetzt gleich um 9. Der hat um 9 Feierabend. Ich sitze immer noch die ganze Zeit am PC, aber ich habe jetzt mal kurz Pause gemacht, weil ich schwöre, ich kriege sonst viereckige Augen. Ey, die ganze Zeit saß ich jetzt am PC und ich bin immer noch nicht fertig. Aber ich habe jetzt immer noch ein Video geschnitten. Schon. Und sonst halt nur so organisatorische Sachen, ne? So Formalitäten und keine Ahnung was. Bäh. Keine Lust mehr. Aber ich denke mal, dass wir ja gleich noch ins Kino gehen. Von daher, ja geil. Noch mehr vor dem Bildschirm. Aber egal. Das ist immerhin trotzdem ein bisschen Abwechslung. Von daher geht das. So, also, Bett ist jetzt frisch bezogen. Jetzt wasche ich die Bettwäsche. Mache hier mal den Schrank zu. Und dann müsste eigentlich auch Fabio da sein. Fabio? Ja, bitte. Warte mal. Komm mal kurz. Was ist Ich muss dir was Schönes zeigen. das? Okay. Was Wenn du schon so richtig. hässlich lachst. Was richtig Schönes. Bin ich ja mal gespannt. Komm jetzt. Darf ich? Ja, komm. Ja, okay, ich kann sehen. Was denn? Guck mal, was ich uns gemacht habe. Ich hab da mal was vorbereitet. Weißt du nicht? Achso, ich darf in der Elsa Bettwäsche pennen, ja? Oho. Weißt du nicht? Okay, solange du da drin liegst, kann da sonst was für Bettwäsche Oh. drauf Okay, das sein. war's. Tschüss. Tschüss. Okay, kleine Planänderung. Eigentlich wollten Fabio und ich ja jetzt noch ins Kino. Um 11 Uhr in den Film. Jetzt ist es 10 vor 11. Das Problem ist, dass Fabio jetzt gerade noch so einen Tisch bekommen hat, der wurde ihm vorbeigebracht. Und wir sind jetzt erst fertig mit dem ganzen Hochtragen und so. Und deswegen schaffen wir das jetzt nicht und gehen dann wahrscheinlich morgen ins Kino. Ja, das heißt, ich schmink mich jetzt ab. Dann gehe ich hoch zu Fabio. Wir schlafen heute bei Fabio.
und gucken noch ein bisschen Grace. Und dann gehen wir schlafen. Also, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Feedback da, einen Kommentar, den Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bye!